Willkommen zurück zur Victor Voran. Hier Hallo. Folge 7 müsste das schon sein. 7. Krass. Ja, wir gehen zurück auf Fernkampfwaffen, ne? Mhm. Und keine Dämonenkraft einsetzen, auszusehen. Ja. Und los. Okay, ich muss jetzt mal kurz meine. Ich habe einen Ladebildschirm. Ah. Wo ist denn jetzt meine. Da. Oh Gott, keinen Schaden nehmen, das wird ja was. Vorsicht. Ich weiß nicht, ob unser Schaden nicht auch dazu zählt. Den wahrscheinlich, deswegen würde ich damit vorsichtig umgehen. Ja, also nicht diese Y-Fähigkeit machen. Immerhin sind es nur 30. Wow! Oh, shit. Direkt raus aus dem Raum. Nein! Wow, fuck, ich bin wieder reingejumpt. Fuck, Idiot. Mich hat meine eigene Kugel getroffen. Ja, yeah, fuck. Dann kann ich jetzt kugeln. Nein, das hat mich getroffen. Hat dich getroffen? Ja, dieser Atemangriff. Dann können wir jetzt auch so. Jetzt können wir auch drauf gehen. Mies, mies, mies. Neuer Codex-Eintrag, gequälte Seele. Scheißvieh. Hat's uns versaut. Echt? Wir müssen jetzt unbedingt schnell noch Gegner killen. Das erste Mal, dass ich einem Phantom gegenüberstand. Die Magie mit Overkill umbringen. Einem normalen, umherziehenden Geist. Die Narben dieses Irrtums trage ich bis. Jo, ja, Overkill. Schon abgehakt. Oh, wir haben noch 39 Sekunden. Oh. Fuck, der steht wieder auf. Ich war schneller. Fuck, 24, wie brauchen wir denn noch? Oh, 6 Stück. Komm schon, schnell. Irgendwelche 6 Viecher töten. Oh, Alter, das hat gut Schaden gemacht. Was ist das? Was? Was? Ich bin gestorben. Nein! Krass. Ich auch! Nein! Dein Charakter ist verstorben und hat seinen Hardcore-Status verloren. Krass. Tja. Ganz schön bitter, wa? Hatten wir 2 Flüche an? Nö, 1. So. 2. Warum 2? Fluch der Schmerzen ist auch aktiv. Dann mach ich den aus. Nee, aktivieren? Hä? Ich hab... Nee, du hast den, glaube ich, an. Ich hab den nicht an. Ich hab kann den aber nicht deaktivieren. Auf X? Du hattest ihn aktiviert, ich nicht. Hm, komisch. Den ja. Gang. Krass. Damit haben wir natürlich jetzt mega verschissen. Weil unser Hardcore schon vorbei ist. Aber ist egal, es war ja eh nur just for fun. Ey, aber was hat's denn? Wow, 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 wow. Okay, den Fluch haben wir abgehakt. Mies, ey, mies, mies, mies. Krass. Und uns fehlte ein Kill übrigens für den Zeiterfolg. Alter, was macht denn da so ein Schaden? Das Vieh, glaube ich. Eifriges Schwert von Wert. Gelb. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Ich weiß auch nicht, versuch's irgendwie kaputt zu machen. Keine Ahnung. Wenn ich da drinne bin, steht da unten links ein Zeichen. Irgendwie mehr Schaden oder so. Vielleicht haben die Gegner auch mehr Schaden gemacht dadurch. Ich habe eine Kiste gefunden. Oh, Hardcore-Status verloren. Der Geist hat recht. Wo ist das? Solange der Fluch über Zagoravia weiter Bestand hat, wird der Tod diese armen Seelen nicht erreichen. 1 und 2 Geheimnisse. Verdammt sich immer wieder neu zu farmen. Also eins müssen wir noch suchen. Ist hier denn... War es das schon mit dem Level? Ja, ich glaube schon, aber ein Geheimnis fehlt noch. Okay, man kann hier. So. Ach, hier, guck mal. Hm. Naja, das lässt sich dann ja schnell wiederholen. Boah, aber dass wir unseren Hardcore-Status jetzt so früh verloren haben... Wir hätten da nicht einfach so reinschmeißen. Ja, wir wussten ja nicht. Ist halt das erste Mal, dass wir spielen, ne? Ich glaube nämlich, dass das, was heißt da drin, dass du mehr Schaden in diesem Kreis bekommst. Ist halt, ja, wie soll man sagen?
Achso, ja, erstmal zurück. Beim ersten Mal spielen sollte man keinen Hardcore-Charakter machen. Aber hier ist es ja nicht so, dass wir sterben, deswegen ist es ja nicht so schlimm. Ich schalte aber jetzt den einen aus, den ersten Fluch, ne? Mhm. Und ich lasse den anderen auch erstmal aus. Ja. Okay, auf geht's. Dieser Ort ist mit dem Makel der Untoten befleckt. Schieß eine Kugel rein, bleib draußen. Die Kugel ist nämlich drinne. Ich geh kurz rein und lass neu. Da oben spawnt jetzt das eine Vieh, was mich getroffen hat. Ja, der ist schon da. Ich schieße eine Kugel rein. Mhm. Wir werden wahrscheinlich nicht den Zeiterfolg und den keinen Schadenerfolg gleichzeitig holen. Ja. Nein! Nein! Alter, was machst du denn da? Können wir den... Ey, Achtung, jetzt greift er an! Was auch immer er da tut. Was? Ich habe schon Schaden bekommen? Wodurch? Ich stand oben in der Ecke. Warte, dann geh du ihn auf ihn drauf. Ja. Bleib los, raus hier, ne? Ja. Ich geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Bleib weg hier. Ja. Ja, ja. Ich kann das nicht. Du bist so einer, der kann nicht ruhig sitzen bleiben. Nee, kann ich nicht. So, so, lass mich vorgehen. Das erste Mal, schieß auch eine Kugel rein, deswegen bleib draußen. Überstand, verwechselte ich es mit einem normalen, okay, noch 5 Stück. Geist. Die Narben dieses bleib draußen. Bleib los draußen. Jo, geschafft. Sehr schön. Ja, wir können jetzt noch versuchen, schnell zu töten, aber... Mhm. Hier ist wieder dieses, ja, was auch immer hier ist, das Verderben. Bei mir sind hier noch 2 Stück. Ich muss jetzt umdenken, weil ich wieder ein Schwert habe. Ja, das wird, glaube ich, nicht reichen derzeit. Eine Sekunde vorbei. Na, schade. Ich kann eigentlich schon wieder rausgehen. Gehen wir direkt wieder raus. Dann bleibe ich mich jetzt zurück und du darfst vorgehen. Raus und wieder rein. Und rein. Dieser Ort ist mit dem Makel der Untoten. Das kannst du direkt komplett reinrennen, ne? Ja, ja. Da ist der Scheiß, sieh schon. Das ist doof, wenn man hier warten muss. Du hast... Was? Du hast durch eine Attacke Schaden genommen. Ich stehe hier oben. Ach, vielleicht durch diesen Kreis. Ja, dann muss ich, ja. Dann, egal, dann lass erstmal den Zeiterfolg versuchen. Mal, dass ich einem Phantom gegenüberstand, verwechselte ich es mit einem normalen, umherziehenden Geist. Die Narben dieses Irrtums trage ich bis heute. Ich schaffe das wenigstens jetzt noch. Autsch. Rote Farbe bekommen. Schnell weiter. 5 Gegner müssen wir noch umlegen. Jo. Oh ja, der war... Der war gut. Wenn sie irr werden, sollen sie die Wahrheit wählen. So, jetzt müssen wir nur für mich den einen holen und dann haben wir es geschafft. Sollen sie auferstehen, wenn die Liebenden fallen. Die Liebe fällt nicht. Okay. Eins noch. Okay. Okay, diesmal muss ich echt aufpassen, ey. Ja, stell am besten versuchst du den in die andere Ecke des Raums zu locken. Stell mich dann hier unten links in die Ecke. Oben wurde ich bis jetzt immer getroffen.
Okay, jetzt kommt er da oben. Ich bleib hier unten. Ach ja. Mist, warte, geh weg. Ja, ich bin hier unten in der Ecke. Weiter weg geht nicht. Ich hau alles drauf. Krieg den auch gerade nicht weggezogen. Leute, er ist tot, fast. Jetzt. Okay. Ich bleib mal hier. Oh, der hat auf jeden Fall was Gelbes gedroppt und ich will nicht in den Kreis laufen. Okay, Kreis ist weg. Das erste Mal, dass ich einem Phantom gegenüberstand, verwechselte ich es mit einem normalen... Geschafft! Okay, super. Sehr schön. Oh, meine erste Höllenkraft in Gelb. Ja, hab ich auch. Ich hab, ach so. Dämonenkraft meinst du? Ja, genau. Achso, wolltest du die noch platt machen? Ja. Ich glaub, der meistens ganz nette Sachen. Wow. Chillt mal, chillt mal, chillt mal. Wenn sie irren, gar nichts geklappt, doch da. Ein gelbes Buch. Ha, hat sich gelohnt. Hab ich, ja, nee, jetzt hab ich ein grünes bekommen. Aber ein Level. Ja, ich auch. Das zeig ich auch jetzt gerade mal. Ein Schicksalspunkt. Wenn die Liebenden und fallen, dann nehme ich die Kiste auf jeden Fall. Die Liebe fällt nicht und dem Tod soll so kein Reich. Die anderen beiden muss ich noch entdecken, warum auch immer ich die Orte entdecken muss. Also man muss da reingehen, um die als markiert zu haben. Das mache ich jetzt noch eben und da wollte ich mir mal das Transmutation-Ding angucken. Was, wo müssen wir jetzt hin? Eigentlich da rein. Ja. Oh. Aber ich werde kurz mal die anderen beiden entdecken. Ich will nämlich mal in die Stadt gehen. Wo ist denn hier der Eingang? Da. Okay, das habe ich entdeckt. Man muss nämlich in diese Türen reinlaufen, damit man die auch entdeckt hat. Total dumm. Welche Türen? Achso. Diese Gebietstüren. Okay. Fuck, 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 fuck. So, Witwenmine entdeckt. Jetzt brauche ich noch eins. Du musst aber nicht rein, du musst nur an den Türen. Ja, und das habe ich nicht gemacht. Ich habe zwar die Türen immer auf der Karte gesehen, habe aber nie, bin da nie wirklich so dran gelaufen. Na komm schon, hopp, 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 hopp. So, jetzt habe ich die auch entdeckt und jetzt will ich gerne mal zurück in die Stadt, in der City. Nicht so viele Gegner werden, die mich nerven würden. Okay. Ich will mich doch nur wegporten. Hallo, warum hat ihr denn so viel Schaden? Verpisst euch. Na komm schon. So, du bist down, du bist down. Jetzt wird die Clean. Shit, 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 shit. So. Und Bots. Und Bots. Bots. Nein, komm. Bin ich jetzt gerade in die falsche Richtung? Nee. So, endlich Ruhe hier. Letzte. Zack. Na, das gibt's ja nicht. Ich hatte noch ein Leben. So. Jetzt Ouch. Porten. Kann ich mich nicht... Ich kann mich nicht zurück in die Stadt porten. Nee, ich glaube nicht. Doch, zurück zum Schloss. Echt? Okay, ja. So, wieder im Schloss angekommen. Hier kann keiner quatschen? Nein. Ich muss das erstmal verkaufen. Gott, ich habe so viel Scheiße im Verkaufen. Ach du Kacke. Jetzt sehe ich erst das ganze Ausmaß hier. Welches ist besser? Der 9,8 Radius höher. So. Weg. Da habe ich einen gelben Zauber. Dieser Boomerang-Zauber, den finde ich total dumm. Schockwelle. Die neue ist
besser. Dunkler Nebel will ich auch behalten. 600, 560. Oh, okay. 6 Meteore. Ach du Scheiße, Karten habe ich auch so viele. Hope. Hm. Nett. Das kann weg. The Runner. Plus 20% Bewegungsgeschwindigkeit. 37% Chance, einen kritischen Treffer zu negieren. Das Layer habe ich schon ziemlich hoch. The Sun. Knack. Okay. Was habe ich hier? Die Rüstung behalte ich natürlich. Und jetzt die Waffen. Oh Gott, ich habe so viele Waffen bekommen. Ein Schwert. Das ist eher so ein Verkaufsgegenstand. Gibt gut Kohle. 33 bis 50. 50 bis 75. Tschüss. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Alles hier weg. Oh nein, das Buch. Ah, da unten habe ich ein gelbes Buch. Sehr schön. Gold kostenlos vielfach erhöht. Krass. Das Scheiße verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen und verkaufen. So. Jetzt Transmutation, das interessiert mich jetzt. Umwandeln, okay. Kann ich jetzt 3 weiße Kisten umwandeln für 1000 Gold in eine grüne Kiste? Okay, jetzt habe ich 2 weiße und 2 grüne. Total, das heißt, ich kann gar nichts mehr machen. Kein gültiges Rezept. Hm, ich weiß nicht, wie es mit den Färben funktioniert. Das weiß ich auch nicht. Ein bisschen Zeit Zutaten. Im Kodex nachschauen. Kodex. Rezepte. Waffen. Schaden erhöhen. Kombiniere eine Waffe mit 3 Waffen derselben oder eine bessere Seltenheit. Kritische Trefferchance erhöhen. Ach du Scheiße. Kombiniere eine Waffe mit 3 Schicksalskarten derselben oder besseren Seltenheit. Eigenschaft hinzufügen, Eigenschaft verbessern. Glücksspiel. Kostüme einfärben. Kombiniere ein Kostüm mit einem Färbemittel oder einer Kombination von Färbemitteln. Nicht alle Kombinationen von Färbemitteln sind möglich. Rüstung verbessern. Kombiniere ein Kostüm mit einer legendären Dämonenkraft. Besondere Eigenschaften verbessern, kombiniere ein Kostüm mit einer legendären Schicksalskarte. Destiny Cards. Ah, okay. Power Stones. Transmutieren. Mal gucken, ob es jetzt grün ist. Interessant. Warum steht denn da 28? Ah, guck mal, meiner ist jetzt grün. Yeah. Ach du Scheiße. Oh, wie cool. Oh Gott, das ist ja mega komplex. Dafür muss ich die jetzt erstmal ausziehen, ne? Nee, brauchst du nicht. Du kannst sie einfach als... Du musst sie als Basis reinsetzen und die Farbe als Zutat. Ah, da kann man sie im Inventar anzeigen lassen, alles klar. Also die rein. Ach, ich muss die... Oh, ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt muss ich erstmal... Das ist mit der Maus mega, mit dem Controller mega dumm. Mit der Maus ist es um einiges leichter. So. Transition. Ja, dann zurück hier. Und, yay, ich bin rot. Ich bin rot. Okay. Ups. Ding. Cool. So. Wolltest du noch ein Level machen oder sollen wir hier einen Cut machen? Nee, wir machen noch ein Level. Okay. Ihr habt den Tim gehört.
Jetzt können wir ja direkt das Level anwählen. Dann muss ich nicht wieder auf diese doofe Überweltkarte. Wir müssen Frostzahngrotte, ne? Warum haben wir das da unten links eigentlich nicht entdeckt? Oh, was ist... Nee, was ist denn das? Witwenmine? Ah, scheiße, ich glaube, ich habe eine vergessen. Guck Nee, mal, da... Teufelsschlucht, Witwenmine, Frostzahn. Was denn nicht entdeckt? Ganz unten links. Ach so, ich glaube, das wird noch freigeschaltet. Quelle des Walds ist noch gesperrt. Ja, aber ob weil wir die nicht gefunden haben, Ach oder? so, also das müssen wir da nochmal das nächste Mal gucken. Ja, müssen wir nächstes Mal schauen. Dann nehmen wir erstmal die Frostzahngrotte, ne? Mhm. So. Finde Geheimnisse nur von zwei. Erschlage Essenzen der Pestilenz mit der Waffe Rapier. Erschlage Essenzen innerhalb von 42 Sekunden. Na super. Auch 5 Stück. Erschlage Essenzen mit Fluch der Schmerzen. Fluch der Oh shit. Schmerzen. Victor Rand verliert immer wieder Lebensenergie. Krass. Ich schlage Essenzen ohne Tränke oder Dämonenkräfte einzusetzen. Ich würde sagen, wir machen erst ohne den Fluch und dann mit Fluch. Ja. Also, Rapier. Bin drin. Also, Ladebildschirm. Sollen wir nicht einen Fluch aktivieren? Fluch der Tyranne? Ja, lass uns erstmal die Ausrüstung hier abhaken. Ja, okay. So. Ein schöner, beinahe surrealer Anblick. Die Monster gehören hier schlicht nicht hin. Essenzen, da ist eine. So, es müsste schon mal jetzt eine von zwei sein. Wir müssen fünf Essenzen innerhalb der Zeit abhaken, ne? Okay. Zwei haben wir. Zwei von fünf. Okay. Na, das Drei ist von gut. fünf, okay. Essenz der Pestilenz, die hatten wir auch noch nicht. Nee, ich hab auch noch nicht. Ne, haben wir sogar einen Eintrag für bekommen. Ih, da fliegen so Totenköpfe drumherum. Okay. Da ist ja Und noch einer, Essenz oder? ist, ja. Müsste der letzte sein. Ist oftmals Jo, finster und direkt blutig. zwei Sachen Aber immer abgehakt. mal wieder bekommt man so etwas zu sehen. Gibt einem eine neue Perspektive. Erinnert einen daran, wofür man eigentlich kämpft. So, jetzt Achtung, bei dir ist noch ein Gegner, ne? Oh, Rapier, ich habe gar keinen. Oh, verdammt, ich Idiot. Hast keinen mehr? Nee, das nicht, ich habe kein Rapier ausgewählt. Ach so, ne. So, jetzt müssen wir den Rapier nicht. Was haben wir jetzt noch? Achso, Erschlage Essenz der Pestilenz mit Rapier. Scheiße, ich habe ja gedacht, wir hätten das schon abgehakt. Hast du den anderen wenigstens bekommen, weil ich hier mit Rapier erschlagen habe? Ja. Ah, okay, gut. Wow, ich bin gerade voll hochgeflogen. Aber wir haben ja bis jetzt nur einen getötet, oder? Ja, yeah, war nur einer. Okay. Ich habe auch nur eins und zwei und ich habe schon extra die ganze Rapier genommen. Wenn ich das jetzt hier finde, habe ich das... Ach, das ist Jagdgründe Ausgang. Hier ist einer. Also, Oh, oh da sind sogar Mist. mehrere. Okay, das haben wir auch abgehakt. Dürfen wir Heiltränke schlucken oder habe ich irgendwie... Nee, ich glaube nicht. Haben wir das schon abgehakt? Oh, das ist eine Matte. Ja, können wir schlucken. Alles klar. So. Der hat der kleine Tote geworfen. Der steht wieder auf. Oh, ist direkt wieder down gegangen. Okay. Beide. Schon wieder der Typ. Im Kampf gegen Monster nicht selbst zu einem Monster zu werden. Denn wenn du lange genug in einen Abgrund blickst, wir brauchen noch die Geheimnisse. Oh, guck mal hier. Auch in dich. Hier ist was, auf jeden Fall. Oh, da liegt noch ein Item. Warte, das hole ich mir noch. Wo? Genau da lang. Vielleicht war er vor langer Zeit selbst ein Jäger. Wuhu. Ist jetzt nur ein Geheimnis. Ja, das ist ja bei den kleinen Gebieten hier.
kein Problem sein. Dann haben wir sogar, bis auf die eine mit dem Schrein, also mit dem Fluch, haben wir alles. Das war gut. Also sobald nicht dieses nicht getroffen werden dabei ist, geht das immer ja, relativ flott. Ich hab's schon gefunden. Sehr gut. So, ich glaube, hier müssen wir wahrscheinlich. Ach, genau. Bop, so. Ah, alles klar. Voilà. Ach, scheiße. Jetzt wegen so einem Puppelsprung. Ui. Nicht geschafft. Hui. Chili Willy. Und abgehakt. Kohle. So. Kohle, money. Immer ein 50. Werf die Fiffis in den Club. Die Fiffis. Schmeiß die Fuffis in den Club und schrei. Bow, bow. So. Raus hier. Und dann. Ticker. So, rein da. Was muss ich anmachen? Fluch der Schmerzen. Ja. Ist an und bin drin. Okay. Beinahe surrealer Anblick. Müssen wir nur aufpassen, wir kriegen immer wieder ab und zu Schaden, ne? Mhm. Wie viele müssen wir killen? Essenzen mit Fluch der Schmerzen, 5 Stück. Also einfach 5 Essenzen töten. Schon mal Nummer 1. Das war Nummer 2. Oh ja, jetzt habe ich es gerade gemerkt. Mhm. Kommt da so ein roter Schleier von oben und dürfen wir uns wenigstens dabei heilen oder ist das auch verboten? Nee, das so. Ist ja schon abgehakt. Also dürfen wir. So, da müssen jetzt noch 2 fehlen, ne? Ja. Ah, jetzt wird es auch gerade nochmal angezeigt. So, eine noch. Da ist sie. Die Arbeit eines Bam! Erledigt. Alles abgehakt. Aber immer mal wieder bekommt man so etwas zu sehen. Da drückt hier raus. Kann ich jetzt eigentlich den Fluch auch mit drin ausschalten? Ja, kann ich. Ist ausgeschaltet. Ja. Okay. Da müssen wir jetzt noch zur letzten Höhle. Ach, ich port mich einfach zur Stadt und gehe von da aus. Das stimmt. Geht schneller. Und, da rechts ist das nächste, ne? Ah ne, Jagdgründe haben wir. Da, Witwenmine. Genau. Erschlage Phantomwaffe Hammer, kein Ding. Erschlage Essenz des Fluchs mit Nahkampfattacken. Passt. Geheimnisse finden. Erschlage Monster innerhalb von 240 Sekunden ist auch in Ordnung. Erschlage Monster mit Flut der Hartnäckigkeit. Monster halten 120 Rüstung und Regeneration. Ich hab angemacht. Achso, okay. Ah, ich sehe es, wenn du anhast oder wenn ich anhab. Oh, fuck. Ist schon drin? Ja. Ich bin jetzt auch da. Ich wechsle nochmal kurz zum Hammer. So. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt beide an. Macht das jetzt für uns doppelt schlimm? Das ist eine gute Frage. Ach du Kacke. Die regeneriere echt ganz gut. Oh, oh, Vorsicht, weg. Oh. Champion-Schnitter. Fuck, der regeneriert bestimmt mega. Ah, ich darf aber meinen Overdrive benutzen, ne? Ja. Jetzt hau alles drauf auf ihn. Jetzt müsste er gut Schaden reinkriegen. Okay, ja, komm schon. Yo, ist down. Darf ich mich heilen? Ja. Ein weiterer toter Jäger. Mein Gott, wie viele toten Jäger finden wir denn? Nur wenige von uns sind noch am Leben. Unser Orden wurde nahezu gänzlich zerstört. Fuck, das Pestilenzding hält auch mega viel aus. Ja, kann sein, dass wir den Zeiterfolg nicht mit dem... Ja, das ist natürlich echt schwierig mit dem... Jetzt brauchen wir natürlich doppelt so lange. Ja. Oh, da ist ein Heiltrank, den muss ich nehmen. So. Muss man echt gucken, dass wir eigentlich auf dieselben Gegner gehen. Vor allem die scheiß Skelette, die beleben sich ja nochmal wieder.
Wow. Ja, wir haben... Hart, denke ich, greif. Ah, ich hab eine Idee. Hartnäckigkeit habe ich ausgeschaltet, musst du noch ausschalten. Okay, shit. Oh, ich bin fast gestorben. Okay. Wow, das ist ein Ex-Professor! Okay, ist aus. Sehr gut. So, schnell weiter. 30 haben wir jetzt und ich glaube 50 müssen wir für den Erfolg. Wer wird dann die nächste Invasion von Dämonen aufhalten? Ja, wohl nicht wir. Es ist sinnlos, jetzt so weit voraus zu planen. Ich muss Irene finden. Wow, Level up. Ich weiß gar nicht, was das Max-Level ist, ehrlich gesagt. Wenn es einer weiß, bitte mal unten reinschreiben. Yes. Yes. Okay, jetzt können wir uns wenigstens Zeit lassen. Also das mit dem Reck ist schon hart. Ich brauche mein Schwert wieder, ey. Was müssen wir jetzt noch machen? Phantom mit der Waffe Hammer, schlage Sense mit Felsen Nahkampf. Okay, aber wir hauen ja die ganze Zeit Nahkampf drauf. Also einfach so weitermachen. Mit Hammer haben wir schon, ne? Oder? Nee. 2 von 5. Achso, ja gut, dann lasse ich den Hammer. Verdammt, stimmt ja. Okay. Oh. Putz. Nee. Oh! Noch stärker. Da ist sie ja. Als die Victor, wie hast du mich gefunden? Kannst du den Geist sehen? So eine Kiste. Für dich einen Sinn? Irene, oh Gott, zieht sich die Rüstung mal. Beschäftigt vorzufinden. Erkennst du ihn nicht? Das ist der Geist von Zaborimir. Zaborimir. Sich überall in der Stadt. In stillem Borimir, nicht Boromir. Und wieder ein rätselhaftes Gedicht. Wie immer, wenn er erscheint. Als wolle er... Die Königstochter? Sprichst du von Königin Katharina? Die Tochter. Siegel. Was, ah, ich sehe schon, du hast was gefunden. Ja. Ist sie der Grund für die Invasion der Dämonen? Es kann nicht sein. Die Königin muss mehr wissen, als sie zugibt. Sie verbirgt eins von fünf? Oh. Alter. Ich glaube, dass 5 Stück hier drin sind. Ich glaube, so auf 2 getippt oder was. So. Lass mal gucken, wo wir noch lang müssen. Ach, da gibt es noch rechts einen Weg. Und natürlich Ausschau halten, ob wir hier noch irgendwo einen Weg für eine Kiste finden. Da oben habe ich auf jeden Fall schon eine gesehen. Kommen wir von hier aber nicht hin. Ich bin hier oben. Ach, guck mal hier. Ach so, bist du da hochgekommen? Hier, Walljump. Ach ja, die vergesse ich immer. Jedes Mal vergesse ich das Scheißding, ne? Oh, ouch. Essenz, die brauchen wir. Warum geht kaputt? Oh, ein paar Untote. Ihr steht uns im Wege. 2 von 5 Geheimnisse, sehr schön. Essenz des Feldens haben wir 1 und 3. Hier, ich weiß, wo noch eine Kiste ist. Soll man da? Ne, darunter soll man wahrscheinlich nicht. Komm mit. Mhm. Und zwar... Ah, okay. Da kommt wahrscheinlich jetzt was. Ah, sind sie doch. Spektraljäger. Ach, oh, die tanzen dann wieder. Dancing. Ach, das sind ja Gangnam-Style. Typis. Ansteckendes Tanzen, unsichtbares Pferd. Okay, das haben wir auch. Jetzt wüsste ich noch was. Ich weiß ja nicht, ob es funktioniert. Hier einmal wieder hoch und einfach auf der anderen Seite runter. Ich glaube, da war man vorhin schon mal, oder? Kann sein. Ist das hier der Anfang? Warte mal. Hier geht's raus.
Also hier ist schon mal nix. Brauchen auf jeden Fall noch zwei Felsen und zwei Geheimnisse. Warte. Ja, das könnte... Jo. Wow, waren mich doch vor. Wow, oh. Hallöchen. Oh, Champion. Oh, raus da. Wow, oh, gut was Schaden gemacht, ey. Stampft er da wieder böse auf. Haben wir kaputt. Und? Kiste? Ein Geheimnis und eine Essenz fehlt. Oh, was haben wir denn hier? Geht's auch noch weiter. Oder sollte man vielleicht von hier sogar kommen? Das kann auch sehr gut sein. Wir haben jetzt einfach nur den anderen Weg genommen. Na, da kommt eh wieder. Okay, okay, okay. Oh, hier. Mal die Fässer an. Ja. Und... Oh, das war die Kiste. Guck. Tada. Hat tatsächlich die Kiste freigesprengt. Oh, der lebt immer noch. Dann fehlen uns trotzdem noch Hammer mit dem Phantom erledigen. Also ein Phantom und ein Elementar fehlt uns. Ja. Hammer mit dem Phantom erledigen. Sehr schön. Wie heißt denn das? Phantom mit dem Hammer erledigen. Also, so, shit. Ich hab das... Nee, ich glaube hier kann man nur... Da so, unten, guck mal. Ach ja. Schnitter. Hallo Schnitter, Schnittchen hier. Schnitsche. Schnitsche. Und putz. Oh, da fällt aber gut was aus. Oh, oh, verpiss dich mal, Bimmelbär. Ist ein Heiltrank. Haha, ja. Das haben wir auch. Jetzt fehlt uns nur noch das Elementar. Und der Level up. So. Kiste. Ja, verteile ich auch mal mein Level. Oh, mehr Lebensenergie und eine Kiste. Dankeschön. Ach, ich glaube, ich habe mal gehört, es gibt ein Endlich-Level. Also bis zu einem gewissen Punkt kriegst du immer noch so neue Sachen freigeschaltet. Hier ist es. Weil da steht, alle 5 Level kriegst du halt eine Belohnung. Ja, also hätte ich gesagt, das geht weiter. Genau, also die Belohnung, diese Item-Belohnung oder so geht weiter. Aber nur zu bis zu einem gewissen Punkt kriegst du halt noch sowas wie Leben plus 300 oder so. Oder halt einen neuen Slot freigeschaltet. Sogar direkt 2. Abgehakt. Hat er ja schon wieder fast ein Level ab. Ja. EP, gib mir meine EP. Batsch, batsch, batsch. Ja, aber das Level in einem Rutsch komplett geschafft. Ja. Schönes Ding. Ach shit. Okay, ich will sagen, dass... oh ne, hier sind noch ein paar. Ja. Achtung, weg da! Ah, keinen hingelockt. Ah, also hätten wir auch noch ein Phantom gefunden. So. Bis jetzt das perfekte Spiel. Ja, ja, bis auf den Hardcore-Tod. Ja. Aber sonst, so, dann porte ich mal ein Schloss. Katschong. Und mit Katharina reden. Seid willkommen zurück, Jäger. Wir sind froh, euch beide am Leben und wohlbehalten zu sehen. Ich glaube, dass ihr etwas wisst, das ihr uns nicht sagen wollt, Eure Majestät. Was ist die Quelle der Welten, Eure Majestät? Was ist sie? Was habt ihr getan? Oh je. Oh, Zwischensequenz. Ist mein Segen.
und mein Fluch, Jäger. Es ist eine Quelle der Macht, die unter unserem Land verborgen liegt. Ein Portal zu zahllosen Welten jenseits der unseren. Interessant. Ich habe sie vor vielen Jahren geöffnet, um mich selbst vor einer tödlichen Krankheit zu retten. Die rote Pest kümmerte es nicht, ob man ein Bauernmädchen ist oder eine Prinzessin. Ich wurde an meinem 18. Geburtstag krank. Meine Haut wurde fahl. Mein Haar begann auszufallen. Widerliche rote Pusteln bedeckten meinen ganzen Körper. Die Heiler sagten, ich würde den Frühling nicht mehr erleben. Alle, bis auf einen. Gabriel. Er hatte nicht die Macht, mich zu heilen. Aber er kannte finstere Mächte, die es konnten. Er bot mir eine Rettung an. Einen dunklen Pakt mit Mächten von jenseits der Quelle der Welt. Ich sollte 13 Jahre gesund bleiben, bis sie kämen, mich zu holen. Ich unterschrieb den Pakt mit meinem Blut. Für alle war meine plötzliche und gänzliche Genesung ein Wunder. Aber ich wusste, dass es genau das Gegenteil war. Gabriel wurde zum Lord von Zagoravia. Bevor er verschwand, hinterließ er mir ein Abschiedsgeschenk. Einen Zauber, der Dämonen täuschen würde. Ich dachte, ich wäre sicher. Und es versprechen viele glückliche Jahre. In der Nacht der Abrechnung erschienen die Dämonen, um mich einzufordern. Aber sie konnten mich weder sehen noch erkennen. Und ganz Zagoravia bezahlte den Preis, den ich hätte zahlen sollen. Den Rest der Geschichte kennt ihr selbst. Okay, irgendwie cool. Noch mal quatschen. Dies ist meine Geschichte, Jäger. Ich habe mein Königreich zum Untergang verurteilt. Die Invasion der Dämonen ist meine Torheit. Die Folge eines Paktes mit finsteren Mächten. Also erschlagen. Sünden eines verängstigten, sterbenden jungen Mädchens. Euer Tod wird den Pakt nicht brechen, Katharina. Ein Übel gleicht nie ein anderes. Was plant ihr dann, Viktor Vran? Boromir wusste von eurem dunklen Pakt, Eure Majestät. Ein so alter Geist ist ein verwirrtes Wesen. Aber vielleicht sieht er die Dinge am Ort seines Todes klarer. Dort werden wir mehr von ihm erfahren können. Wir wissen nicht, wo der alte Zar verstarb, aber wir können euch die richtige Richtung weisen. Das Haus Volkov hat die Annalen von Zagoravia seit der Gründung der Stadt bewahrt. Die gesamte Familie starb während der Invasion, aber mit etwas Glück ist ihr Archiv in ihrem Haus im Hohen Viertel unversehrt geblieben. Ja, Leute, ich würde sagen, damit wisst ihr jetzt, was unser Ziel für die nächsten Folgen ist. Wir wollen noch mal quatschen. Warum sollte ich denn die Menge an Gegenständen begrenzen, die... Ja, ja. Lagerheini. Die Trantüte. Wahrscheinlich will hier Irene noch quatschen. Vor allem dank seines Geschicks. Aber eine gute Ausrüstung macht uns die Arbeit leichter. Und um ehrlich zu sein, ist deine derzeitige Bewaffnung... Hey, nix gegen meine Bewaffnung. Wirf mal einen Blick auf meine besonderen Waffen. Und unser Dimitri. Ein Jäger sollte ein Jäger bleiben, oder? Sie sollte sich an das halten, was von ihr erwartet wird. Von mir wird erwartet, dir all diese Spielereien zu verkaufen und im Dienste der Wissenschaft ihre Wirkung aus sicherer Entfernung. Ja. So. Achso. Also Leute, nächste Folge geht's dann weiter hier. Bis dann. Ciao.